Also, in der Zwischenzeit habe ich jetzt alle Stockpiles hier so weit zugeordnet, glaube ich zumindest. Aber das können wir ganz einfach überprüfen. Wir machen jetzt PX und heben den ganzen Stockpile hier auf und gucken mal, ob die alle so verteilt werden, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, theoretisch müssten jetzt ganz viele Arbeitslose was zu tun haben. Ja, das sieht gut aus. Und die Holzsorten auf die richtigen Felder verteilen. Vorher sollten wir nochmal ganz kurz DBD... Die Steine da dampen. Die will ich nicht mitten am Holz liegen haben. So. Was ist eigentlich das da? Mal ganz kurz. Ein Kiwi-Hen-Eier-Roast. Okay. Ein River-Spirits-Roast. Also gerösteter Alkohol. Yum, yum, yum. Okay. Also Holz wird verteilt. Sehr gut. Dann habe ich auch noch die Information bekommen, dass die Wheelbarrows in Stocks unter... War das? Nicht Mechanismen. Also sie werden auf jeden Fall hier aufgeführt. Aber halt nicht da, wo ich es erwartet hätte. Tools, genau. Wir haben also Wheelbarrows ab hier. Das sind 3, 6, 14, 17, 18, 20. An die 30 Stück. Sollte also vorerst reichen. Zumal wir ja auch welche in Auftrag gegeben haben. Nein, haben wir nicht. Könnten wir aber später noch machen. Denn ich denke, wenn wir es mit den Stockpiles richtig loslegen, werden 30 nicht reichen. Dann müssen wir nur gucken, ob wir die aus irgendwas anderem herstellen können, außer Holz. Das wäre nämlich nicht so schön. So, die meisten Stockpiles werden jetzt recht schnell gefüllt werden. Weil da passen halt nur 6 Scheite Holz drauf und das war's dann. Und die kann man ja leider nicht irgendwie stapeln oder in Kisten packen oder sonst irgendwas. Aber dafür ist das ganze Ding hier auch nicht gedacht. Das ist ja nur dafür da, dass wir jede Holzsorte ein paar Mal vorrätig haben. Die werden dann auch gleich alle verboten und dann ist gut. Und der Überschuss hier oben darf benutzt werden. Was mich ein wenig wundert, dass keiner die Fungiwut da anfasst. Oder Tower Cap, eins von beiden. Die scheinen jetzt soweit fertig zu sein und gehen alle wieder weg. Da ist noch ein riesen Stockpile, das gefüllt werden will mit dem Zeug. Na gut. Also ja, das war das eine. Unsere Jungs sind hier alle fleißig am Trinken, wie sich das gehört. Werfen wir mal kurz einen Blick auf das Essen und Trinken. Wir haben nur noch 1300 Trinken. Das ist nicht viel. Da gucken wir doch mal nach oben und wow. Wir haben richtig, richtig viel zum Verbrauen. Wir sollten nur mal den Befehl geben. ABR, ABR, ABR. Und wir haben nur 2 Braumeister, wenn ich das richtig sehe. Das sollte ich also auch noch ändern. Bisher hatte ich ja im Therapist so eingestellt, als ihr auch noch dabei wart, dass jeder Beruf 2-mal vorhanden ist. Aber gerade bei den Braumeistern und bei den Köchen sollten wir es auf 3 erhöhen. Noch irgendwo? Ja, bei den Masons und den Crafts Dwarfs, Workshop Dwarfs, also bei den Künstlern müssen wir auch nochmal gucken, wie viele das denn endgültig werden. So, unsere Steinstockpiles sehen nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Aber das kommt daher, dass die Steine halt nicht einfach so wie das Holz kurz mal angepackt werden können und dann hin und her geschleppt. Sondern wird erstmal ein Wheelbarrow geholt und dann von da nach da, von da nach da. Das wird also noch eine ganze Ecke dauern. Die Stockpiles hier hatten wir aber aufgelöst, ne? Ja, richtig. Ich guck nochmal ganz kurz. Wir haben hier Kaolonit. Mach ich mal kurz eine Notiz. Shift N, P. Und ich höre jetzt auf, die Markierung zu benennen. Also die hier. Hier gibt es Fungiwut? Nein. Hier gibt es Fungiwut. Okay, der geht also über mehrere Etagen. Auch nicht schlecht. Ich hätte gerne aber 9. Und zwar Punkt 7. Also es macht jetzt nicht wirklich Sinn, dass ich jetzt hinschreibe Markierung 6 oder was auch immer das ist, weil das Ganze ja eh durchnummeriert. Also lassen wir es auch mal. Und der kommt hier hin. Kaolonit. Zack. Kaolonit. Ist das richtig geschrieben? Kaolinit. So, Kaolinit.
Links müsste Granit gewesen sein. Shift N. Auch wenn man das eigentlich sehen müsste. Aber wie ihr gerade gemerkt habt, fallen mir die Namen manchmal nicht ein. Deswegen ist es trotzdem ganz praktisch. Du bist jetzt Granit. Hatten wir das alles groß bei den anderen? Granit. Zack. Warum ist da ein Punkt? Du musst weg. So, Kalonit. Granit. Warum wirst... Hier gibt es Trinken. Ich finde es komisch. Ach so, der geht jetzt wirklich über alle drei Achsen und guckt dann, was das nächste ist. Weil als ich gerade im Cursor hier war, wurde Kalonit angezeigt. Weil es halt einfach eine Etage runter näher dran ist als die beiden da. Das finde ich etwas schade. Weil die Markierung soll mir ja gerade helfen, mich auf einer Ebene zurechtzufinden und nicht innerhalb des ganzen Fortresses. Das ist... Na gut, also Kaolonit, Granit und hier oben wird das Orangene sein. Das Orangene war Chert. Jo. Shift N, hier P, T, Chert. Und die ganzen anderen Steinsorten wollten wir hier einsortieren. Aber ich denke mal, da können wir jetzt noch so 5, 6 Folgen warten, bis hier alles hin und her sortiert wurde. Dann wollen wir noch mal gucken, ob die Miliz gerade aktiv ist. S, Shift, A. Nö. Dann machen wir die doch mal aktiv und schicken sie wieder in den Danger Room. Ein paar von den Jungs waren ja noch nicht ganz ausgebildet. Das heißt, da rein bitte. Zack. Ich spare es mir jetzt auch mal, die vorher durchzugucken, ob sie auch die richtige Rüstung anhaben. Müssten sie eigentlich. Und wenn nicht, dann werden sie halt ein, zwei Mal gestopst. Wir gucken halt immer wieder hin, ob sie sich verletzt oder nicht. Und dann passt das schon. Unser Gefängnis. Hatten wir es eigentlich zu Ende eingerichtet? Ich guck mal ganz kurz. Z. Justice. Wir haben nur 5 von 14 Käfigen. Was haben wir denn hier eigentlich? Der Mord an dem Hammerzwerg Loki. Was haben wir hier? Oder gehört alles zusammen? Die verletzte Partei ist der Hammerzwerg Loki. Und das sind die beiden Verdächtigen? Nee. Ach, die beiden haben einen Produktorder von Gerugon missachtet. Also sie haben einmal vergessen, Crossbows herzustellen. Und wenn das vergessen wird, dann sucht sich Gerugon einfach irgendjemanden aus und der ist dann schuld. Und dafür können die Zwerge ruhig mal ins Gefängnis kommen oder teilweise auch ganz schön übel bestraft werden. Was ich ein wenig drakonisch finde, aber na gut. Ihr sollt auf jeden Fall noch ein paar Käfige hinstellen. Also, es werden nur 5 Käfige angezeigt. Das finde ich ein wenig komisch. Vielleicht, weil wir einen Käfig benutzt haben, um den ganzen Raum aufzuspannen? Na gut, machen wir einfach sicherheitshalber mal Käfige, die nur aus Metall sind. Vielleicht gelten ja nur die. Weil damit konnten wir auch den Raum nur starten. Mit den Holzkäfigen ging das ja nicht. Also, wir hätten gerne irgendein Käfig, wo kein Goblin, Troglodyt, Troll oder sonst irgendwas drin ist. Und er sollte auch noch aus Metall sein. Wie zum Beispiel Zink. Nicht unbedingt der stabilste Metall. Genauso wenig wie Zinn. Aber ja. Und Blei. Wir können uns halt keine Stahlkäfige leisten. Oh. Das war's jetzt schon mit leeren Käfigen. Wir sollten vielleicht mal wieder ein wenig Kupfer einschmelzen von den ganzen Goblin-Rüstungen und daraus Sachen herstellen. Also zum einen Käfige, dann Waffenfallen, also diese riesigen Scheiben, die sich drehen und als Waffenfalle missbraucht werden können und der Schraubenzieher und was es da alles gibt. Seht ihr ganz lustige Sachen mit bei. Die könnten wir schon ein bisschen auf Vorrat anlegen. Noch ein Zink. So, das sollte erstmal reichen. Die Jungs sind immer noch nicht drin. Warum nicht? Türen sind alle offen. Ist ein Burrow-Befehl erteilt worden? Selbst wenn nicht, müssten die Milizleute es eigentlich ignorieren. Ah ja, da kommt der Erste. Na, wer bist denn du? Du bist Fanazul. Und du blinkst eh schon, also musst du eigentlich gar nicht da rein. Und du bist ganz schön langsam. Bist du der ohne Fuß? Nö. Du bist einfach nur ein Stahlpanzer eingehüllt und deswegen langsam. Na gut, sei dir verziehen.
da kommt der nächste. Der ist schon einen Ticken schneller. Obwohl er verletzt ist. Das muss ich mir schon mal merken. Nicht, dass ich nachher wieder denke, er wurde im Danger Room verletzt. Also, wie heißt du ganz? Minato. Minato ist am Oberarm und am Oberbein jeweils links verletzt. Okay. So. Menü wieder zurückstellen. Aber warum sind die so langsam? Ich hätte schwören können, dass die alle ein bisschen flotter sind. Na gut. Du bist nicht verletzt. Und du kannst auch noch Training gebrauchen anscheinend, denn du blinkst noch nicht im Gegensatz zu den beiden. Aber mit der Musterungszeit bin ich echt nicht zufrieden. Also eigentlich, wenn wir den Befehl erteilen, müssten sofort alle in die Rüstkammer laufen, sich ihr Zeug schnappen und dann gleich dahin laufen. Aber er hier zum Beispiel torkelt von einem Stockpile zum nächsten, als wenn er sich seine Lieblingswaffe raussuchen würde, und das ist nicht so ganz Sinn des Ganzen. Und jetzt läuft er noch vollkommen anders hin. Oder gehörst du zur Karawane? Nö. Du machst einfach nochmal einen Schwenker hier am Trade-Depot vorbei, guckst nochmal, ob irgendwas da gelassen wurde, und dann gehst du erst los, deinen Befehl nachkommen. Hm? Ja, was soll das, oder? Geht ja echt nicht. Das sind sogar die Käfigaufsteller schneller. Und die schleppen einen Zinkkäfig. Okay, nicht wirklich viel schneller, aber na gut. Noch einen Blinkender, den könnten wir eigentlich auch ignorieren. Und ich glaube, ich warte jetzt eh erstmal noch eine Weile. Weil wenn ich jetzt auf jeden einzelnen Milizionär warte, dann ist eh Feierabend. Hier unten kommen wir nicht wirklich voran. Was machen wir mit den nächsten Stockpiles? Also Leder, Stoff, Garn. Reicht eigentlich vom Platz her hier. Das wäre ziemlich sinnlos, wenn wir so ein 11x11 Feld machen würden, nur für Leder und Stoff. Dafür haben wir einfach viel zu wenig. Bei den Knochen sieht das schon anders aus. Da haben wir zwar hier unser Riesen-Stockpile, aber der ist mir zu weit weg von den Workshops. Also könnten wir hier einfach nochmal so ein Riesending hinbauen. Und hier unten dann irgendwas anderes hinbauen. Ja, das ist so eine Sache. Den Möbel-Stockpile und den Finished-Good-Stockpile hätte ich eigentlich ganz gerne hier oben. Beziehungsweise Stopp. Möbelstockpile muss gar nicht nach oben. Das müsste der hier sein. Furniture und Munition und Münzen und Blöcke und Finished Goods. Ja, der da muss weg. Was haben wir hier? Hier ist nur Furniture. Der kann auf jeden Fall schon mal weg. PX, so. Du wirst jetzt aufgehoben und die Sachen werden alle nach unten gebracht. Dann lösen wir den da auch noch auf. Und das hier ist, glaube ich, ein reiner Finished Good Stockpile. Den könnten wir ein wenig abändern. Dass da wirklich nur Bracelets, Rings, Zepters, Toys und sonst was hinkommt, was halt an Klimbim auch verkauft werden kann. Nicht allerdings sowas wie Socken und dergleichen. Und dafür machen wir da weiter unten einen richtig großen Stockpile, wo halt alles andere rein kann. Nur wo? Das hier sollte eigentlich der Tierraum sein. Und warum haben wir hier einen Furniture-Stockpile und hier noch einen? Das ist auch wieder nicht gut. Der muss auch weg. So. Hier können später die Tiere hin. Vielleicht noch ein Kennel und irgendwas anderes, was mit Tieren zu tun hat. Den Knochen-Stockpile, ja, bin ich noch am Hadern. So, hier. Das ist unser einer Furniture-Stockpile. Komischerweise direkt über dem Schießstand und unter dem Tierteil. Also ich glaube, das Tierteil reiße ich mal kurz ab und baue es weiter unten wieder auf. Dass wir wirklich alle produzierenden Dienste untereinander haben. Und dann erst so eine Sache wie die Tierhaltung oder Schießstände und dergleichen. Ja, also alle produzierenden Sachen schön in der Reihe. Dahinter noch Lager. Zwischendurch können auch ruhig Lager sein, je nachdem, wo wir denn welche brauchen, wie hier zum Beispiel. Und danach erst den Ramsch. Gut, gut. Also, hier haben wir Metall. Da werden wir keinen riesen Stockpile brauchen. Auch wenn das hier langsam ganz schön voll aussieht. Muss ich mir mal angucken, was da so alles drin ist. Metall brauchen wir also nichts. Hier haben wir jetzt einmal frei.
Hier haben wir einen Knochen-Stockpile. Hier haben wir den Furniture-Stockpile. Der könnte schon fast bald erweitert werden. Ja, den hebeln wir mal aus. Aber wo wollen wir ihn hier machen oder weiter oben? Ich finde das gerade ein wenig irritierend, dass hier und hier diese riesen Abzweigungen sind. Dann 1, 2 Etagen, 3, 4, 5, 6. Naja, 4 Etagen oder so erstmal nix und dann hier gleich wieder eine riesen Abzweigung. Aber na gut, später werden überall eh Abzweigungen hinkommen, das passt schon. Also einmal links und rechts. Noch so einen großen Raum. Und dann können wir hier unseren Finished Goods Stockpile erstmal hin tun. Das heißt, hier ist dann wirklich nur Möbel über eine ganze Etage, wo wir alles einlagern können. Und hier das Ganze mit Finished Goods. Da gucken wir erstmal, ob dieser Raum reicht. Und wenn nicht, dann erweitern wir halt auch noch. Also P, G. Zack. Zack. So, was soll denn hier rein? Es soll nicht rein. Spiel. Ups. A. So, es soll nicht rein. Spielzeug. Figurinen. Amulette, Zepter, Kronringe, Ohrringe. Bracelets. Und Musikinstrumente. Und Goblets, glaube ich, auch. Flask, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht die Trinkflaschen sind. Ne, die müssen eigentlich Waterskins heißen. Also Flask können da auch rein. So, Totems können auch nach oben. Der Rest bleibt hier unten. Okay. Das heißt, genau die Sachen, die wir jetzt hier ausgewählt haben, müssen wir oben aktivieren und dafür den Rest deaktivieren. Nach oben. So. Zu dem Stockpile S. Finished Goods. So, hier müssen jetzt die Ketten weg. Rüstung, das muss alles weg. Die großen Edelsteine müssen weg. Das muss weg. Also, Totems, den ganzen Schmuck, Spielzeug, Musikinstrumente und die Flaschen und dergleichen. So. Das heißt, jetzt müssten oben eigentlich nur noch die Sachen sein, die wir kaufen und unten halt die Sachen, die wir langfristig lagern wollen. Sehr schön. Gucken wir mal kurz zu unserer Miliz runter, ob die alle da sind. Wenn ja, schmeißen wir den Raum mal kurz an. So, A, Schiff P. Und Tür zu. So, und jetzt machen wir einen Cut. Also, Geogon aus der Zukunft, nicht die Miliz vergessen. Und wir sehen uns gleich wieder.